Hin und weg. Direkt. Sofort ein Auto kaufen, egal wo es herkommt. Nützt nicht, was nützt ein Tesla? Das nützt ja gar nicht für uns. Wie lange hält denn die Batterie? Ich sag dann, ja, solange bis sie leer ist. Das ist bei deinem Auto ja auch so. Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich Hans-Werner Baumbach, einen E-Mobilisten, der 80 Jahre alt ist, interviewen. Warum fährt er jetzt elektrisch? Was mag er so an dem Zoe? Und ihn mal fragen, wie viel Kilometer er schon gefahren hat. Weil er hat das Auto, glaube ich, mittlerweile seit über einem Jahr. Renault Zoe, wie gesagt, ich werde da jetzt mit dem Twizy hinfahren, weil, naja, es ist hier auf der Insel, da kann man die guten Strecken fahren. Es ist herrliches Wetter. Und schaut euch das mal an. Handbremse lösen. Wer kennt die noch? Den Twizy von der Twizy Europa Tour. Dieses kleine 18 PS Gefährt hat mich über 6.500 Kilometer durch Europa gefahren, also echt, oder getragen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu dem Twizy. So, kurze Fahrt von nicht mal 5 Minuten. Und hier ist auch gleich eine Schlachterei, ein Hofladen. Wir verkaufen hier alles Mögliche rund um Schaf. Oder was man so vom Schaf bekommt. Also inklusive Lammfleisch, Fellen und so weiter und so fort. Aber das ist Hans Werner. Ja, ich bin Hans-Werner Baumbach, habe hier eine Schäferei und wohne hier 76 Jahre am Deich, am Wasser und bin noch immer fröhlich, wenn ich morgens rausgehe und gehe zum Deich und sehe dann gleich wieder die Schafe, die kommen Anfang März am Deich und dann grasen die rum und freuen sich, dass sie wieder hier sind auf Nordstrand. Herrlich. Guck, ich will wieder hin, ne? Oh, bist du noch einmal so nett und rappst auf noch besser? Hast du den Schlüssel? Hast du den Schlüssel? Ja, wieder? Oben. So. Ich muss doch noch im Meer hin. So, Hans-Werner, wie viele Kilometer hast du jetzt runter? Ich habe 42.752. 42.000 Kilometer. Und das alles innerhalb von wie vielen Monaten? Am 21. Juli ein Jahr gewesen. 21. Juli ein Jahr gewesen, also jetzt fast 1,5 Jahre. Also dafür. Ja. Ja, das Spannende ist ja, Hans-Werner, du bist dieser 42, fast 43.000 Kilometer fast nur auf der Insel gefahren, oder? Fast nur auf der Insel. Bis nach Bredstedt, bis nach Dörth, wo unsere Tochter wohnt in Eggenförde mit ihrem Freund. Ja. Hier in Eggenfahrdorf. Ah ja. Und auch keine Probleme, dass ich zu kurz komme. Immer genug Strom gehabt. Immer genug Strom. Ich glaube, das liegt auch an der Farbe, dass dieses Auto länger vorhält. Das ist hier die Zoe mit dem 22 Kilowattstunden Akku. Ja. Ein kleiner Akku. Ja, und Hans-Werner strahlt immer noch. Ja, ich bin strahlend. Wie beim ersten Mal. Ja. Hans-Werner, wie hat das Ganze angefangen mit der E-Mobilität bei dir? Tja, ich war ja auf dem Süßer Hafen, da beim Nachbarn und habe immer mal geguckt, wenn irgendwas Neues da ist. Und so habe ich auch gesehen, dass das sich irgendwas bewegt hat, was anderes. Das war so leise da. Ich denke, da musst du mal hinschauen. Und sofort kommt der Bandig entgegen und sagt, Hans-Werner, was hast du, was willst du? Ja, sag ich, schau mal, was hier so los ist. Ja, komm mal mit, wir fahren mal ein Stück. Und dann war das ein E-Auto. Habe ich noch nie was von gehört. Und dann sind wir gefahren und dann sagst du gleich nachher, möchtest du auch ein Stück fahren? Ja, jetzt hatte ich so ein bisschen Schiss. Da bin ich auch gefahren und dann war ich hin und weg. Direkt. Sofort ein Auto kaufen, egal wo es herkommt. Ja, so war das. Und wie ist es dann weitergegangen? Wann hattest du das E-Auto dann, dein eigenes? Ja, das dauerte ja nicht lange. Nee. Am 21. Juli, das ist vielleicht 14 Tage gewesen. Aber war egal. Ich
freue mich über die Farbe. Mhm. Erst wurde das immer gesagt, ach, aber ist das die Farbe? Ja, das ist gerade richtig gewesen. Alle sehen immer, wo ich bin. Mhm. Du bist schon wieder da. Da warst du. Ja, das macht doch nicht. Gerade ist, hatte ich keinen Sitz halt so her. Ne? Mhm. Mhm. Das ist eigentlich im Winter schade. Und nun habe ich gedacht, dass du nach Flensburg fährst und mit dem kleinen Zwissi. Und da habe ich gedacht, heute Morgen oder heute Mittag, ich denke, wenn das so ist, dann soll Bandik sofort das Auto haben und fährt die Woche über nach Flensburg zu arbeiten. Das habe ich gleich super gedacht. Super, nett. Sehr nett. Aber ja. Ich bin ja nicht mehr in Flensburg. Ich bin in Flensburg zur Schule gegangen, ja, und dann immer mit dem E-Auto eben fast 2 Jahre lang da zur Schule gefahren. Aber Hans-Werner, jetzt nochmal zu dir. Also du fährst den jetzt 42.758 Kilometer. Mhm. Bist nie liegen geblieben. Nie liegen geblieben und 110% zufrieden. Wow, fantastisch. Das kann ich so sagen. Das ja ist die reine Wahrheit. Ja. Und läuft mit alles mit top. Top in Ordnung. Winterreifen habe ich drauf. Die erste Inspektion war, kannst du ein paar Schachen Zigaretten verkaufen. Teurer wurde das nicht. Ja, das ist wirklich sehr günstig. Ja, und nichts gemacht. Aber wenn einer umsetzen möchte, dann werde ich nur so ein Auto empfehlen. Mit so einsteigen, mit fahren und mit das alles top. Mhm. Alles so ein weiches Fahren. Das ist kein ist nun mal so. Mhm. Und das muss auch gefördert werden, noch mehr, dass ein Normalverdiener sich so ein Auto leisten kann. Das nützt nicht, was nützt ein Tesla? Das nützt sich auch nicht für uns. Richtig. Das Auto ist und im Mozambi 18.000, 20.000 Euro kosten. Mhm. Dass jeder sagen kann, jetzt, wenn ich umsetzen darf, bekomme ich ein Ola Auto, das passt, dann muss ich sehen, dass ich ein E-Auto kriege und das muss passen, mit dem Preis auch. Ja, also wirklich spannend und das ist hier das lebende Beispiel dafür, dass jeder ein E-Auto fahren kann und die meisten wirklich ja wirklich auch das Fahrprofil dafür haben und dass es einfach Spaß bringt für jung und alt und jeder, der jetzt sagt, das ist langweilig, E-Auto fahren, damit fährt man langsam, die Beschleunigung hier ist doch 1A. Oh, und das ist genug, ich brauche nicht 140 läuft das Zeug und wenn ich 110 oder 100 fahre, das ist die beste Sache, ja, mit dem Alter, was ich habe. Mhm. Naja, aber das ist irgendwie total schön. Du kennst das Alter ja auch. Wie viele Kilometer hast du denn gefahren? Noch nicht so viel wie ich. Über 70. Ehrlich? Ja, ich bin schon über 70.000 Kilometer gefahren. Wie viele Jahre? Fast 2. Ein Monat noch, da habe ich 2 Jahre, dann kommt das Fazit. Oh, ja, da kommst du nicht ganz ran. Nee, doch, dann muss ich aber sofort heute Abend noch wieder fahren. Nee, ja. Und mit dem Laden ist eine feine Sache. Mhm. Wo lädst du? Zu Hause. Zu Hause. Ich hab doch die große Strecke. Aber warum hat man ein Problem, wenn man zu Hause kann man doch immer laden, oder nicht? Meistens. Meistens. Ja, wenn du jetzt in der Stadt wohnst, ja, Mehrfamilienhaus zur Miete, ne? Dann geht das nicht. Dann bist du natürlich auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen. Und das muss auch noch irgendwie. Ja, da sind wir schon gut dabei. Ja. Aber das ist ja so, in ganz Deutschland, in Nordfriesland, sind die meisten E-Autos zugelassen. So, und Werner, jetzt noch eine Frage zu den Leuten, die dich mit irgendwelchen Vorurteilen konfrontieren. Was sagst du denen? Die haben doch diese Schadenfreude schon. Ich sag meistens die Wahrheit, aber wenn ich nicht mal ganz nicht so gut gelaunt bin, kann auch mal vorkommen, dann sage ich, das wie lange hält denn die Batterie? Ich sag dann, ja, so lange bis sie leer ist. Das ist bei deinem Auto ja auch so. So aus Spaß alles, ja, nicht so böse. Im Juli, am 21. Juli, ja, hast du das E-Auto 2 Jahre. Jawohl. Und was wird da gefeiert? Ja, gefeiert, dann wird erstmal ein bisschen gegrillt und ein bisschen. Dann wird uns wohl erzählen, wie uns das mit dem E-Auto geht und wie viel Freude wir da dran haben. Und wie schön das ist und wie ruhig das ist, wenn wir da sitzen und grillen. Besser kann es nicht werden. 21. Juli, das ist noch eine lange Zeit. Ja, aber wenn es in die heiße Phase geht, vielleicht sind hier einige aus Schleswig-Holstein, die mal gerne mit ihrem E-Auto vorbeikommen wollen. Und ja, dann können wir uns bei dir treffen.
ich glaube, das ist auch anders auf einer Schäferei sowas zu machen, wie letztens mal so in der Messehalle und so waren wir ja auch. Ja. Da mal hin zum Treffen, ne? Mhm. Hast du eine Ladestation zu Hause oder lädst du einfach nur an der Schuko-Steckdose? Nein, Ladestation. Ladestation. Hast du doch gesagt, muss ich doch alles tun. Ja, das habe ich, aber ich wusste gar nicht, dass du einen gekauft hast. Ja. Also Ladestation für zu Hause, das ist unglaublich wichtig. Ja. Und da werden wir nochmal drüber sprechen, weil das ist einfach, das muss man haben. Muss man haben. Ja. Ja, wenn ich morgens losgehe, rein ins E-Auto, dann fahre ich durch die Insel. Guck alles, wenn die Bauern und alle Leute am Acker sind und das ist so interessant. Das Auto läuft ja fast alleine, braucht man ja fast nicht mehr steuern. Das ist ganz modern. Und dann nachmittags geht es nochmal eine Runde und dann fahre ich da nochmal hin, trinke eine Tasse Kaffee oder wenn auch zwei. Und so ist das Leben und man ist bis jetzt noch zufrieden. Hoffentlich bleibt man noch gesund. Die ganze Familie und alle anderen Menschen auch. Aber ich glaube, wenn ihr hier nicht gekommen wärt, dann wäre noch keine E-Auto hier. Vielleicht. Mit dem Provinzial, das hat sich wieder, wieder so ein bisschen, ich sage, wenn ihr ein Vorderauto rumholt, ich biete ja so viele Leute das Auto an und sage, fahr mal, Wochenende, hol das Auto mal. Aber nicht die richtige Kurve. Ob die Angst haben, ist ja nichts anderes als ein anderes Auto mit Automatik. Es müsste ja nicht unbedingt ein neues Auto sein. Es kann ja auch mal ein aus der Leasing oder ein Auto, das 2 und 3 Jahre alt ist. Es ist ja gar keine Wartung an so ein Auto dran. Mhm. Läuft ja immer. Ja, also es muss nicht immer Neues sein. Nee, muss nicht immer Neues sein. Es gibt so günstige gebrauchte E-Fahrzeuge. Klar, die sind alle nachgefragt, weil immer mehr Leute ein E-Auto fahren wollen. Ja. Weil es nichts gegen ein E-Auto zu sagen gibt. Außer eben vielleicht teilweise die Reichweite, wenn man tatsächlich nur ein Auto haben möchte. Und da hast du recht. Ja, also das ist so die einzige Sache. Und dann auch Ladegeschwindigkeit, aber es hängt ja zusammen. Aber sonst, ja. Ich hoffe, das Video wird hier gut geteilt, weil das ist wirklich das, was Hans Werner sagt, das ist... Wir sind hier alle ganz normale Menschen. Wir sind einfach nur Nutzer und wir fahren ein E-Auto. Ja. Wir sagen, was wir denken. Ja. Frei raus. Ja. Und ja, so schwierig ist das nicht. Ja, also hier fahren wir jetzt wirklich hier direkt hinterm Deich. Schön. Schön auch rund um die Insel. Ja. Besser können wir das nicht kriegen. Überhaupt nicht. Gesunde Luft, alles ist gut. Zufrieden, wir sollen nur zufrieden sein mit dem, was wir haben und nicht immer noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und das ist der Mensch, der Deutsche ist ja so heute. Mhm. Er will immer noch mehr. Wie kommt das? Mhm. Ich bin jetzt zufrieden mit meinem Zeug. Ich noch ein bisschen leben darf, ein bisschen gesund bleibe, dann werde ich den noch fahren. Bitte? Ihr Durchschnittsverbrauch, KW 100 Kilometer, 14,8. Herrlich. Ich hatte sonst immer 12,1. Ja, das ist jetzt Winter, ne? Winterzeit. Im Winter, ne? Ja, aber 91 Punkte, Mensch, nicht schlecht. Oh, das ist gut. Das ist gut, ja. Guck mal hier, alles fast voll. Die Balken. Und was sie so ein bisschen, das ist ja auch im Winter wenig Kilometer, ne? Das habe ich noch nicht erzählt. Ja. Im Winter habe ich im Sommer 160, 65 und im Winter 111. 111. Oh, 100. Ja. Ja. Genau 111. Ja, letztes war 111. Ja, nee. Aber das kann man schon sagen. 20% weniger ungefähr, so im Winter, das kann schon hinkommen, ja. Also, Hans Werner, was können wir abschließend sagen? Was kannst du, willst du noch mal eine Botschaft? Was kannst du den Leuten hier draußen sagen, die jetzt beispielsweise auch etwas älter sind? Oder viele haben hier vielleicht auch Eltern, die sich ohne weiteres ein E-Auto zulegen können. Wenn ich hier morgens mal stehe und gucke mal so durch die Reihen, dann gucke ich immer, ob da ein E-Auto dazwischen ist. Und wenn einer mal was wissen will, dann sage ich, sofort eins bestellen. Dann hast du das noch zeitig da. Es wird schon ein bisschen enger. Man muss schon ein bisschen warten. Das stimmt. Aber wichtig ist, dass man schon ein Auto bestellt. Aber wenn man das bestellt, möchte man das auch gerne haben. Absolut, ja. Ja, das ist dabei. Man will nicht ewig warten. Aber wer eins hat im Moment, ist reich. Das ist ein super Schlusswort, Mensch. Also nochmal kurz die Frage auch, warum fährst du elektrisch, Hans Werner? Ja. Ganz kurz. Warum fahre ich elektrisch? Ich bin drauf gekommen durch Bandig,
er hat gesagt, du musst mal mitfahren. Und so hat sich das ergeben, dass ich sofort ja gesagt habe, E-Auto, leise, schön zum Einsteigen und alles. Und wir müssen was tun, dass wir nicht mit diesen Dieselkocher durch die Gegend fahren. Das geht nicht mehr. Es wird versprochen, es soll was gemacht werden. Es wird ja gar nichts gemacht. Das ist ja das Schlimme. Jetzt ist das wieder mit den Affen und so weiter. Ach, immer, da gibt es immer Skandale. Das ist unglaublich. Und das alles nur wegen... Mit den Menschen auch. Menschen ja auch, ja. Das geht überhaupt nicht. Nee, das geht nicht. Gut, alles klar. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Lasst wirklich ein Abo da, einen Daumen da. Ihr seid immer fleißig dabei beim Daumen geben. Aber hier mal ein richtig schönes Daumen nach oben. 400 Daumen. Schaffen wir die 400 Daumen nach oben für Hans Werner, für die E-Mobilität. Und jetzt warten wir noch kurz auf den Bus. Für die E-Mobilität, für unsere Bewegung. Und ja, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Bandik und Hans Werner. Macht's gut. Ciao.